What? Mittwoch nachts. Ich töte euch. War das dort im Haus, im Keller? War das? Hä? Kannst du mal bitte irgendwas sagen dazu? Er braucht nur noch eine kleine Erinnerungsstütze. Ja, was für eine? Leute, ich muss mal ganz kurz aufs Klo. Einen Moment bitte. Ja, eventuell, ich habe gerade auch schon überlegt, ob ich einfach hier jetzt aufhöre, weil ich habe jetzt auf jeden Fall, ja, weiß ich nicht, 20 Minuten habe ich auf jeden Fall aufgenommen. Was braucht er jetzt für eine Erinnerungsstütze? Seine eigene Erinnerung? Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Weil es sei jetzt, klar, es hätte jetzt auch irgendwie so eine LAN-Party sein können. Zwischen den allen. Irgendwie viel früher. Aber das, der Raum sah schon aus, als würde er da in diesen Militärzeugs passen. Weil es sah jetzt nicht so aus, als hätten sie irgendwie extrem viel Spaß zusammen. Da hing auch so eine Flagge. Die hatten wir auch schon mal gesehen. Also, warte mal, wo sind wir denn jetzt hier gerade? Sie zwingen mich in den Brunnen zu stehen. Ja gut, das hatten wir auch. Ich weiß nicht. Da ist er. Da liegt der Schlüssel. Ja, das bringt nicht viel. Oh Gott. Ich hätte ihn fast erschossen. Auch nicht. Lass uns mal bitte rausgehen. Ach, Dr. Young. Ach ja. Was ist? Warum kommen Sie denn nicht rein in die Zelle? Ich wollte Ihre Arbeit nicht stören. Mhm. So? Woher plötzlich der Respekt vor meiner Arbeit? Da haben Sie eigentlich recht. Ich habe Besseres zu tun, als mir diesen Unsinn anzusehen. Ich mache jetzt Schluss, Herr Kollege. Viel Vergnügen noch. Sie haben zugehört, oder? Nicht wahr, Doktor? So ein Armleuchter. Aber verdammt, er hat recht. Es ist schon spät. Ich muss los zu Moretti. Oh, das haben wir jetzt auch noch. Das haben wir jetzt auch noch. Okay, Leute, also wie gesagt, es kann sein, dass ich hier auch einen Cut setze. Ich weiß es nicht. Nein, nicht da reingehen. Hopp, halt. Nein. Mal gucken. Abgeschlossen. Ja, mal schauen, wie lange das jetzt halt dauert. Abgeschlossen. Entweder ist das jetzt vielleicht schon ein neuer Part oder nicht oder was. Oder ihr werdet es ja dann merken. Na dann, Prost Mahlzeit. Ja, und wo treffen wir uns jetzt mit ihm? Im Revier? Im Abend? Weiß ich nicht. Im Revier oder in der Bar? Und hab dann da ein Verhör oder was? Weiß nicht. Komisch. Hey, Mr. McNamara! Wer war das? Das kam von der Mole, oder? Da ist sogar die Freiheitsstatue, sehe ich sogar. Ganz klein hinten im Dunkeln. Wo sind wir denn? Niemand da. Ja, wenn ich da reingeschubst werde ins Wasser, ne? Wait, what? Wait, what? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Ich habe eben noch gesagt, vielleicht werde ich nicht hier hoffentlich reingeschubst, aber so, was zur Hölle? Alter! Es reicht nicht, mich einfach da reinzuwerfen, sondern...
What the fuck? Was ist da im Gange? Also jetzt abgesehen von mir und meiner Vergangenheit. Oh Gott, der arme Kerl. Dass die so verhindern wollen, dass ich das aufkläre. Weil anscheinend scheine ich dem Ganzen ja sehr nahe zu sein. Und wahrscheinlich hängt der Doktor auch irgendwie mit drin. Mein Gott. Weil er das weitergegeben hat, was ich jetzt weiß. Ja. Ja, das kann ich ja jetzt mit den Handschellen mal dem Polizisten erklären. Prost Mahlzeit. Jetzt haben wir natürlich auch nicht mehr, genau, unser Geldbeutel ist jetzt auch weg. Klasse. Großes Kino. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich will da jetzt nicht reingehen. Das sieht irgendwie... Ist da eine Parkhalle an dem Auto oder sieht das irgendwie nur so aus? Ich weiß nicht, soll ich jetzt in die Bar? Ich meine, treffe mich da mit den Polizisten oder... Ich weiß nicht, sieht nicht so aus, als wäre er drin. Kann ich die überhaupt öffnen? Mein Gott. Da ist er ja. Wie sehen Sie denn aus, Doc? Was ist passiert? Doc, was zum Teufel? Hi, Detective. Tut mir leid, ich bin zu spät. Sie haben Nerven. Wer hat Ihnen diese Dinger angelegt? Sie haben nicht zufällig einen Schlüssel dafür? Warten Sie eine Sekunde. Geht dafür jeder Schlüssel oder wieder was? Ich mache Ihnen erstmal einen Drink. Vielleicht nicht unbedingt vor den Polizisten. Aber gut, ich kann mich nicht wehren. So ist besser, oder? Viel besser. Danke. Und jetzt erzählen Sie mal, was passiert ist. Zwei Typen haben mich ins Hafenbecken geworfen, am Fähranleger. Nicht die feine Art. Ich wäre um ein Haar ertrunken. Sie sind eben ein Glückspilz, Doc. Ein verdammt großer Glückspilz sogar. Sowas überlebt man normalerweise nicht. Haben Sie sie erkannt? Nein. Sie haben mir einen Sack über den Kopf gesteckt. Also gesetzt den Fall, es war so. Dann frage ich mich, wie Sie es geschafft haben, sich in ein paar Tagen in New York solche Feinde zu machen. Ich staune selbst. Irgendwas ist faul an diesem Krankenhaus da draußen auf Staten Island. Mhm. Sie meinen, jemand aus dem Hospital wollte Sie umbringen? Ich bitte Sie, Doc, wer denn? Die grauenhafte Lady, der Doktor? Unser Verhältnis ist nicht das Beste. Er hasst mich, Detective. Aber er würde Sie doch nicht umbringen, nur wegen einer solchen Rivalität. Das bilden Sie sich ein, Doc. Hatten Sie sonst mit jemandem Streit? Nun ja, mit meiner Frau, meinem Freund, mit Steve Riker da drüben, mit dem Pförtner im Hotel, mit Ihnen. Nicht übel. Sie ziehen den Ärger an. Man könnte fast meinen, es liegt an Ihnen selbst, oder? Schon mal drüber nachgedacht? Ich habe das komische Gefühl, dass ich hier von irgendjemandem benutzt werde. Irgendjemandem passen meine Untersuchungen. Genau, nicht. Das meine ich okay, auch. Okay, Doc. Lassen Sie mich offen sprechen. Moment mal. Randall, wird's Ihnen was ausmachen, uns einen kleinen Moment nicht zu belauschen? Sicher, Officer. Detective. So, schon besser. Wo waren wir? Genau, Ihr Talent fürs Ärger machen, Doc. Sie sind kein ganz einfacher Zeitgenosse. Könnte es vielleicht sein, dass Sie selbst sich da in etwas reingesteigert haben? Wissen Sie, es gibt da nämlich noch ein paar Dinge, über die Sie nicht sehr erfreut sein werden. Wollen Sie sie hören? Nein, aber... Was kann ich schon machen? Von mir aus? Ihr Hotel hat uns angerufen. Das ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Was fällt diesem dämlichen Portier denn ein? Ich bin noch nicht fertig, Doc. Dr. Young hat auch angerufen. Er macht sich Sorgen um seine Patienten. Ihre Patienten. Ey. Sie setzen alle Medikamente ab. Sie bringen sein Personal in Gefahr. Sie überschreiten ihre Befugnisse. Stimmt das, Doc? Wie bitte? Das hat er gesagt? Das ist... Kann es sein, dass Sie Probleme haben, Doc? Ich meine, ernsthafte. Mit sich selbst. Sagen Sie es mir ruhig. Was wollen Sie, mich für verrückt erklären? Das passt vermutlich zu Ihrer Seelenklempner-Theorie. Auf wessen Seite stehen Sie eigentlich? Nicht automatisch auf Ihrer. Ja, ich dachte, merk's. Dass Ihnen das klar wäre. Ich bin Polizist, ich stehe auf der Seite des Gesetzes. Alter. Was bitte? Patientin. Wegen der Patientin in Zelle 2. Tja...
Das ist eine unangenehme Geschichte, Doc. Wie ich Ihnen sagte, wir werden das noch genauer untersuchen, aber das ist ein separater Fall. Und? Was bin ich? Zeuge oder Beschuldigter? Zunächst mal Zeuge, aber das kann sich ändern. Ich kam auf die Station und sie war tot. Ich weiß nicht, wie sie es schaffen konnte, sich so zu verletzen. Sie hatte keine Gegenstände in ihrer Zelle, mit denen das möglich gewesen wäre. Ich habe nichts damit zu tun. Wenn das so ist, haben Sie nichts zu befürchten. Wo waren Sie denn, als die Kleine starb? Im Hotel und hier. Mein Gott, erst war ich natürlich im Hospital. Ich arbeite dort, Detective. Mhm. Sie geben das alles noch zu Protokoll, nicht wahr? Sie glauben doch nicht wirklich, dass ich ihr was angetan habe. Doc, wenn ich das glauben würde, würde ich Sie sicher nicht mehr nach Staten Island lassen. Genauer gesagt, würde ich Sie nicht mal mehr aus dieser Bar lassen. Und Sie hätten auch gleich Ihre schicken Armbänder anbehalten können. Na, immerhin. Sorry, ich habe gerade einen Anruf bekommen. Habe ich gleich mal weggedrückt. Ich muss Ihnen unbedingt erzählen, was ich bisher herausgefunden habe. Ich bin inzwischen ganz sicher, dass die 5 Kids in einem Armeedepot waren oder in einer Kaserne. Alle Erinnerungen deuten darauf hin. Die Bilder gleichen sich bis ins Detail. Und alles passt genau zusammen. Die Armee sagt aber nein. Wir haben nachgefragt und es gibt keine Kaserne, die in Frage käme. Auch keine stillgelegte. Sie müssen sich irren. Das muss jetzt mal in Ihren Schädel, Doc. Nein. Ich irre mich nicht. Gut, auch in Ordnung. Dann sind die Erinnerungen falsch. Bei 5 Verrückten gar nicht mal so unwahrscheinlich, oder? Was ist, wenn die Angaben der Armee nicht stimmen? Haben Sie sonst noch Erkenntnisse? Ich meine, richtige? Die 5 haben offenbar gemeinsam an Computern gesessen, 4 Tage bevor sie eingeliefert wurden. Dabei muss es zu Konflikten gekommen sein. Aha, an Computern? Hm? Das soll vorkommen in dem Alter. Fragen Sie mal meinen kleinen Neffen. Der hat solche Erinnerungen auch, und zwar nicht von vor 4 Tagen, sondern von vor 2 Stunden. Er spielt immer dieses Spiel, in dem man Autos klaut und Cops umlegt, wissen Sie? Ich sollte ihm das Dreckszeug eigentlich wegnehmen. Nur, dass Ihr Neffe nicht anschließend mit seinen Freunden nackt und bewaffnet in der Stadt herumläuft. Das ist wahr, aber er sitzt auch nicht in der Irrenanstalt und fantasiert vor sich hin. Sie glauben nicht, dass meine Ergebnisse stimmen, oder? Ich weiß nicht, Doc. Würden Sie sie glauben? Ich meine, Sie haben nichts. Keine Beweise, nicht mal Hinweise. Nicht eine konkrete Spur. Alles, was Sie tun, ist, sich angebliche Erinnerungen anzuhören, in denen vages Zeug geschildert wird. Ich habe alles aufgezeichnet. Hören Sie sich's an und entscheiden Sie selbst. Lassen Sie hören. Kein Problem, ich... Verflixt. Der PDA ist ja völlig durchnässt. Ja. Detective, ich habe die Aufzeichnungen. Ich trockne den PDA und sonst kriegen Ihre Jungs ihn wieder hin. Dann können Sie sich überzeugen. Okay, Doc, okay. Tun Sie das. Es ist schön, weil da meine privaten Aufnahmen auch zusätzlich drauf sind, aber gut. Was wollte ich gerade noch sagen? Genau, das Verrückte ist, die haben mich doch gerufen. Irgendwer hat mich doch gerufen, um diesen Fall zu klären. Und jetzt wird gerade meine Therapiemethode auch angezweifelt, dass ich mir Erinnerungen von jemandem anhöre. Das ist halt meine Therapiemethode. Darum hat man mich gerufen. Verdammte Axt. Ich brauche Hilfe, Detective. Sie müssen mir helfen. Ich bin nicht sicher, ob ich der Richtige bin für diese Art Hilfe. Was schwebt Ihnen denn vor? Polizeischutz. Ich habe keine Lust, nochmal im Hafenbecken zu landen. Sie machen Witze. Sehe ich so aus? Ich wäre eben beinahe umgebracht worden, Detective. Sagen Sie. Ich sehe nur einen verstörten Psychiater, klatschnass mit Handschellen. Er randaliert besoffen im Hotel und kommt jeden Tag zu spät zur Arbeit, wo er nur Ärger anzettelt. Dafür soll es Polizeischutz geben, Doc? So sehen Sie das also. Gut. Dann geben Sie mir eine Waffe. Ich kann mich selbst verteidigen. Mhm. Ihnen? Eine Waffe? So weit kommt's noch. Sie helfen mir also nicht? Nicht, wie Sie sich das vorstellen, nein. Detective, wenn Sie mir nicht glauben, wenn Sie mich für verrückt halten, dann sagen Sie es mir. Ich finde die Wahrheit auch allein heraus. Also 2 Männer, ja? Am Fähranleger. Die haben auf mich geschossen, zwei verdammt. Männer. Meine Brieftasche liegt im Hafenbecken. Ein paar Patronenhülsen sicher auch. Genau. Naja, vielleicht können wir mit den Handschellen was anfangen. Ich schicke auch einen Spurentrupp hin und ein paar Taucher. Danke. Polizeischutz kann ich Ihnen nicht geben. Wir brauchen jeden Mann auf dem Revier und den Antrag bekomme ich niemals durch. Ist das okay für Sie? Ja, sicher. Und was das Hospital angeht, Doc, schlage ich vor, dass Sie sich nicht in irgendwelche Sachen reinsteigern. Sehen Sie zu, dass Sie rausbekommen, was mit diesen Kids los ist und hören Sie auf, Ärger anzuzetteln, okay? Was ist mit der Anforderung meiner Akte durch die NSA? Sie sind vermutlich einfach überprüft worden. Bei einem Ex-Army-Mann kann das schon mal sein. Na schön. Ich muss jetzt los, Doc. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Trinken Sie nicht mehr so viel.
Und lassen Sie im Hotel die Möbel heil. Ja, ja. Schon in Ordnung. Nacht, Detective. Gute Nacht, Doc. Hey. Klasse. Randall? Ja? Einen Doppelten. Tut mir wirklich leid, Doc. Sie haben wohl doch mitgehört. Ließ sich nicht völlig vermeiden. Und Sie auch, Riker. Sie sind ein schwerer Junge, Doc. Wer hätte das gedacht? Trinken wir einen? Vielleicht später. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Nochmal lasse ich mich nicht fast ersäufen. Ich muss los. Ich schau wieder rein. Der Riker hat doch auch eine Waffe. Also, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er die mir... Ja, genau. Ob er die mir gibt, aber... Riker? Mhm. Riker, Sie hatten da doch diesen schönen Revolver, oder? Was ist damit? Ich will ihn kaufen. Im Ernst? Im Ernst. Oh, scheiße, es geht böse aus. Ist nicht gut, mit einem Ballermann durch die Gegend zu laufen. Sie müssen's wissen. Nicht gut für Sie, Doc. Sie stehen ziemlich unter Strom. Hm. Ich glaube, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Gewissen? Sie machen Witze. Lassen Sie mal, lieber Doc. Wenn Sie mit einem Ballermann rumlaufen, dann gibt's womöglich noch Tote. $200. Ich weiß nicht, Doc. Ist nicht gut für Sie. Was sagten Sie, $300? Plus 50 für die Munition. Randall, wie hoch ist mein Deckel? Heute mitgerechnet 970. Was? Deine verdammte Kneipe ist zu teuer. Sauf halt weniger. Also? Okay. Geben Sie das Geld am besten gleich dem Blutsauger da hinten. Mir wär's lieber, wenn du mit anderem Geld bezahlen würdest. Riker hat recht, Doc. So eine Knarre ist nichts für Sie. Das weiß ich wohl selbst am besten. Wer eine Waffe hat, benutzt sie auch. Kann ich nicht ausschließen. Hier. Alles klar. Ich muss los, Randall. Schreiben Sie es nochmal auf? Wie? Das Geld von Riker auch? Oh Gott. Ja. Wenn's geht. Sie sind vielleicht ein Scherzkeks. Soll ich Ihnen was leihen, Doc? Ich bin hier neuerdings schuldenfrei. Also schön, verdammter Mist. Aber wenn Sie nicht zahlen... Dann habe ich noch mehr Ärger, richtig? Richtig. Wie ist der schuldenfrei, wenn er 900 auf seinem Dings drauf hat und wir jetzt für 350 oder was das abgekauft haben? Aber vielleicht kann ich auch einfach nicht rechnen. Schön, jetzt habe ich eine Waffe. Das geht nicht gut aus. Nein, nicht verwenden. Oh Gott, nein. Ich wollte sie eigentlich nur anschauen. So, jetzt ins Hotel oder was? Ich wollte auch eigentlich aufhören. Ich will ihn eigentlich gar nicht ansprechen, aber naja, gut. Ich kann ihn einfach erschießen jetzt. War witzig. Guten Abend, Mr. Flynn. Guten Morgen, Sir. Was? Ach, oh ja, es ist spät. Entschuldigen Sie. Ich höre, es ist ein Brief für mich angekommen? Ja, Sir, einen Moment. Hier. Danke. Lesen wir den oben wahrscheinlich erst, ha? Huh? Das ist ja... Was soll das denn? Der Ehering. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Diese verdammte... Sir. Was? Würden Sie bitte leiser sein. Es ist 1 Uhr morgens. Möchten Sie mal wissen, was laut ist? Das Ding hier ist laut. Nehmen Sie sofort die Waffe herunter, Mr. Oh McNamara. Gott. Damit Sie wieder bei der Polizei anrufen können? Wenn es ein Problem gibt, können wir in Ruhe darüber sprechen. Aber nicht so. Verdammt. Sie haben recht. Es tut mir leid, ich kann einfach nicht mehr. Gibt es etwas, das ich für Sie tun kann? Es ist nur wegen des Briefes, wissen Sie. Ich komme schon damit zurecht. Ich verstehe. Holen Sie ruhig die Polizei. Vielleicht ist es besser. Nein, keine Sorge. Sie denken trotzdem bitte noch an die Rechnung, Sir? Lassen Sie es anschreiben halt. Alter, warum holt er die Waffe raus? Ey, ganz ehrlich, aber wir haben schon echt einen Knacks. Und am Ende sitzen wir selber in der Irrenanstalt. Wegen der Rechnung. Hier, sehen Sie, wie ist es damit? Ein sehr schöner Ring. Mhm. Nicht wahr? Das ist mein Ehering. Ihr Ehering? Den kann ich nicht annehmen, Sir. Er ist $5000 wert. Das sollte zweimal für die Rechnung reichen. Es ist nicht üblich, dass wir Wertgegenstände in Zahlung nehmen. Schon gar nicht so persönliche. Ich brauche den Ring nicht mehr. Also, was ist jetzt? Sir, ich weiß nicht, ob... Ich habe nichts anderes. Nehmen Sie ihn und wir erledigen die Rechnung. In Ordnung, Sir. Ich lege ihn in den Tresor.
Also, alles klar dann. Ich bin müde. Ja, das ist dann erstmal meine Versicherung einfach dafür. Vielleicht habe ich ja irgendwann auch wieder Geld oder ich lande einfach in der Irrenanstalt, da brauche ich auch kein Geld mehr. Hat es nicht noch Zeit? Bis morgen früh vielleicht, Sir. Aber dann muss ich dem Geschäftsführer Meldung machen. Morgen früh? Das wird schwierig bis morgen früh. Okay, mir fällt schon was ein. Ja, okay, das haben wir ja gerade gemacht mit dem Ring jetzt. Das hätten wir sozusagen eben vorher sagen Ich muss können, los. Bis später. Guten Tag noch, Sir. Bevor wir den Ring geben. So, was ist jetzt mit dem Brief? Das ist der alte, ne, gewesen. Sehr geehrter Mr. McNamara, ausweislich der anliegenden Vollmacht zeigen wir an, dass wir die Interessenvertretung von Kim McNamara Washington übernommen haben. Frau McNamara ist die grundbuchlich eingetragene Besitzerin des Hauses 37 Hillside, Washington, in dem Sie erst wohnsitzlich gemeldet sind und das Sie gemeinsam mit unserer Mandantin bewohnen. Unsere Mandantin erteilt Ihnen ab sofort ein Verbot, Ihre Hochachtungsvoll ja. Frank Ingram und Frau McNamara. Unsere Mandantin erteilt Ihnen ab sofort Ihre persönlichen Gegenstände werden hochachtungsvoll Frank Pollock, Ingram and Pollock. So, danke. Ich habe jetzt irgendwie doppelt die ganze Zeit. Also ich habe eigentlich nur das wegklicken wollen, aber... Ja, dann, wie gesagt, dann war in dem Brief nichts gestanden, sondern da war einfach nur der Ehering drin. Schön. Oder was ist das da? Die Arztrechnung. Ich kümmere mich darum, wenn ich wieder zurück bin. Okay. Oh, sag mal. Ach so, halt. Nein, geh nochmal zurück und ruf mal... Weiß ich nicht. Verflixt. Ach, der. Er geht nicht mehr. Ich muss ihn trocknen lassen. Okay, ja, stimmt. Den müssen wir trocknen. Okay, ja, dann... Dann sind wir ja... Dann können wir ja schlafen gehen, oder nicht? Denke ich. Hoffentlich finde ich hier mal etwas Schlaf in den nächsten Tagen. Wenn nur diese... Bla, bla, bla. Haben wir schon ewig oft gehört.